willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier mit dem Albrecht Grünfeld. Servus. Servus. So, jetzt haben wir ja guten Deal gemacht. Den Raps haben wir gleich verkauft an den Jürgen. Die Entschädigung fürs Feld haben wir auch gekriegt. Dann war unser Plan jetzt eigentlich, das neue Feld zu pachten, gell? Oder? Das pachten und da ist noch nichts drauf. Da können wir das ja selber bestimmen, was wir anpflanzen, ne? Welches? Keine Ahnung, was wir pachten wollen dann oder was du pachtest. Na, du hast ja gemeint, die 120 könnten wir pachten. Gut, das ist aber noch nicht ganz reif, ne? Naja, ist ja egal, dann warten wir halt noch ein bisschen. Wir können ja schon mal unser Feld anfangen, unterzugruppern, also zu tiefenlockern. Wenn du dann soweit durch bist, dann mache ich weiter. Also wenn du dann ernten oder wenn wir dann ernten können, dann springt der andere auf den Traktor. Dann wären wir erstmal voll ausgelastet. Können wir hier erstmal, soll ich den erstmal zurückbringen? Nee, stellen rüber an die 120. Ich habe ihm gesagt, dass wir den noch ein bisschen behalten. Okay. Kannst du das Ding ja dann unten absetzen am Rand am Pelt? Ja, ja. Hier das Schneidwerk. Hier das rote. Das rote? Ach, den Tiefenlocker. Ja, ich komme gleich runter. Ich fahre nur kurz den Diesel, den Raps rüber und dann passt's. So. Dann haben wir knapp. Was haben wir jetzt auf dem Konto? Knapp 80.000. Das passt, das passt. Guter Kuhfänger eigentlich da vorne drin. Damit hast du keine Probleme auf der Straße. Aber hier beim Reinfahren. Eieiei. Jetzt. Was ist denn los? Eng hier. So. Ach Mensch, jetzt bleibe ich doch gerade überall hängen. Und ein Gewehr vorne da? Was? Roten. Okay, hast du den vorne dran, ne? Was habe ich wo dran? Den vorne noch an, weil du gerade sagst, du bleibst nicht mehr legen. Jo. Ding ist ein bisschen breiter wie 3 Meter. Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade als ich übers Feld gefahren bin, hat es nicht geruckelt. Und jetzt ruckelt es wieder. Wer ist denn jetzt alles unterwegs gerade? Der Hermann? Hermann Richter? Jetzt geht's wieder. Ich glaube, das hier war unser Feld, ne? Nimmst du den... Ah, ich weiß gar nicht, ob wir damit das Teil rumkriegen. Ja, ich weiß aber gar nicht, ob das klappt. Was hat denn der für Reifen drauf?
sehr schmal, aber trotzdem gehen. Pflegebereifung? Nicht mehr so dick. Kann ich jetzt erkennen. Ich denke mal auf dich. Ich muss mal kurz nochmal. Hallo Richter. Hallo Herr Richter, bleiben Sie mal auf dem Fleck stehen, bitte. Ja. Nicht bewegen. Mit was sind Sie gerade unterwegs? Mit dem Audi. Fahren Sie mal weiter. Bleiben Sie mal stehen. Fahren Sie mal wieder. Sie fahren? Ja. Okay, nee. Was ist denn los bei Ihnen? Nee, ist nur ein Test. Ja. Danke, tschüss. Tschüss, wenn was ist, einfach melden. Jupp. Kann man den LO anrufen? Ja, ich komme jetzt auch wieder, ich muss jetzt aufhören. Alles klar. Okay. Ein Unternehmen. Hallo, hier ist der Neumann. Der Neumann, stell ich gerade. Nee, passt. Okay. Verordnen Sie mal Ihren Mitarbeitern. Ja. Moment. Bin gerade auf einer Testfahrt. Ja, alle Mitarbeiter mal anhalten. Anhalten? Jo. Den glaube ich gerade alle. Meine Mitarbeiter stehen immer noch. Okay, gut. Danke erstmal. Tschüss. Tschüss. Naja, das sind. Müller hier, guten Tag. Lukas Müller hier, guten Tag. Ja, wissen Sie, wie Sie heißen? ja, ich habe zu viel mit Leon geredet und danach. Okay. Ich bin gerade auf einer Testfahrt. Womit? In meinem Traktor. Bitte mal bei Ihnen alle, die hier sind, anhalten. Okay. Dann. So. Ja? Ja, Moment, es dauert ein bisschen. Okay, passt. Danke, tschüss. Okay. Ja, was denn sonst? Hallo? Hallo, Jürgen? Ja? Teilen Sie mal hier kurz allen mit. Lass meine Ballen dran! Hallo! Junge! Es sollen mal alle kurz stehen bleiben. Okay, das passt. Bewegen Sie. Fahren Sie mal weiter. Ich? Alle. Alle, die bei Ihnen hier gerade sind, dürfen jetzt sich bewegen und fahren. Die weiterfahren jetzt kurz? Ja. Okay. Alter, wer hat den Ballen losgemacht? Zischt euch einfach. Voll schnell. Okay. Ja, Volker. Danke erstmal. Tschüss. Ja. König? Ja, Sunny, hi. Volker hier. Hi. Bist du gerade fahrend unterwegs? Ich fahr gerade zu meinem Hof rein. Okay, warum? Ich bin nämlich auf einer Testfahrt. Was testest du? Die Performance. Aber irgendwie, immer wenn ich anrufe, dann passt's. Weil gerade nicht. Also du bist fahrend unterwegs. Ja. Jetzt ist gerade extrem.
Jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich das Auto abgestellt. Jetzt war es gerade nochmal übel, aber das könnte auf dem Kaufen kommen. Okay, aber heute geht's eigentlich. Okay, jo. Sonst alles gut bei dir auf dem Hof? Wie bist du angekommen? Na, Umzug hat alles gut geklappt. Ich hab gerade das LU kontrolliert unten am Feld. Arbeiten die auch ordentlich? Na, bis jetzt ja. Okay, weil ich hatte bei denen schon einiges zu bemängeln. Aber das war früher noch. Ich weiß nicht, dass keiner auf dem Feld war, aber eine Minute später kam er schon wieder um die Ecke. Ah ja, okay. Okay. Dann. Du stehst immer noch, oder? Jetzt stehe ich gerade, weil ich gerade kurz was im Katalog verwendet habe. Okay, dann muss ich nochmal telefonieren. Albert, bleib mal stehen. Einfach stehen bleiben. Okay, weiter. Sehr merkwürdig. War die angehängt, ja, oder? Kriegst du nicht? Geht nicht? Den müssen wir anders machen, wir haben doch das. Ja, er muss aussteigen. Okay, ich fahr mal kurz zum Sägewerk, guck mal, ob da alles Paletti ist. Ob alles Paletti bei der Palettenproduktion ist. Ob der Pflegetraktor das schafft? Bin ich mal gespannt. Ja, das könnte ein Problem werden. Der hat wirklich die schmalen Reifen drauf, aber wir haben ja gerade sehen, wie es klappt. Wer ist denn jetzt? Wer steht denn jetzt? Jetzt geht's gerade. War jetzt gerade. Richter fährt. Sind eigentlich alle unterwegs? Das ist so merkwürdig. Bin ich paranoid, ey? Komisch. Sollten auf jeden Fall gucken, dass wir noch ein Feld dran kriegen im Besitz. So. Deswegen tue ich schnell hier probern, Quatsch, hier überfliegen und dann gleich ansehen. 28.000. Also warte mal, ich brauche die. Das fährt aber gut, das schafft das schon nicht. Ja? War die Pflegebereifung drauf, sieht ein bisschen komisch aus. Aber das funktioniert. Ja, ist halt nicht dafür gemacht, ne? Aber das ist ja nicht weg. Jo. Haben wir eigentlich die Kartonproduktion schon angeschmissen? Du, siehst du. Wir wollten es doch letztes Mal schon, ne?
Ja, kann sein. Weiß nicht mehr. Bike ist schon an, Leute. Sägewerk läuft auf jeden Fall. Das sieht doch komisch aus. Der Fiat, der kleine Fiat, dann drückt sie sich hier durch den Boden durch. Dann mal rein. Hä? Warum liegt denn hier die Palettengabel? Viel ist es nicht. Kartonproduktion. Nee, da haben wir weder Leerpaletten noch sonst irgendwas drin. Da alles rein. Auch nur Sägespäne. Sägespäne und Leerpaletten. Oh ja, die müssen ja Ecke. Ah, ich muss die Hackschnitzen. Das ist falsch. Da gehört noch Hackschnitzel oder Stroh rein. Na, ich lade erstmal ein bisschen. Hä? Was ist denn hier los? Was ist denn das bitte? Also was hier los ist, da kann ich gar keine Aussage zu treffen. Das ist ja merkwürdig. Die Poldergabel backt an dem Johnny rum. Und zwar dauerhaft. Vielleicht ist das der Bug. Ich werde mal die Palettengabel verkaufen. Das ist jetzt das erste Mal, dass es mir auffällt. Mal gespannt, wie der Polizist sich macht. Ne? Sehr gespannt drauf. Aber da haben wir ja weniger. Haben wir ja weniger mit zu tun. Ne? Wir sind ja vernünftige Leute. Ja, ich denke auch. Vielleicht war das Problem, weshalb es die ganze Zeit gelegt hat. Die Poldergabel am Frontlader dran, obwohl der eigentlich weg nicht dran war.